Der Champions League Dienstag ist noch nicht mal vorbei und wir schauen uns gleich die Spiele vom Mittwoch, den 23. Oktober an. Weiter im leicht veränderten Format, denn unser Kollege Radek hier unten eingeblendet weiterhin out of order, Erkältung. Hoffentlich lösen die Fußballspiele am Dienstag, Mittwoch weiterhin deinen Gesundheitszustand ins Positive. Um 18.55 Uhr am Mittwoch besteht die nächste Chance, dass ein deutscher Club Punkte holt, und das ist Leipzig daheim gegen Zenit St. Petersburg. Die Quoten klar verteilt, 1-6 auf Leipziger Sieg, eine 6 auf Petersburg. Leider, wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, gerade in der Champions League, hat sich da Leipzig nach dem Sieg gegen Lissabon nicht mit Ruhm gegen Lyon bekleckert. Und danach gab es auch weitere 2 Unentschieden in der Bundesliga. St. Petersburg hat gegen Rostov 6-1 gewonnen, davor 3-1 gegen Jekaterinburg und auch 3-1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Dementsprechend schauen wir uns einmal die Tabelle an. Leipzig Dritter mit 3 Punkten, Zenit und Lyon beide punktgleich Erster mit 4 Punkten. Da würde doch unseren Leipziger Kollegen einen Sieg sehr, sehr gut stehen. Lass uns mal auf die Quoten schauen. Und zwar Over-Under spricht viel dafür, dass einige Tore fallen. Die Quote von Over 2,5 bei einer 1,6 finde ich sogar recht fair. Hätte jetzt eher so bei 1,4, 1,5 erwartet. Beide können offensiv auftrumpfen, dementsprechend auch both to score eine Möglichkeit mit 1,7, nicht uninteressant. Handicaps auf Leipzig würde ich jetzt von abraten, denn erstens, sie müssen erstmal gewinnen, haben gegen Lyon das nicht geschafft und auch jetzt in der Bundesliga 2 Unentschieden Folge. Das bedeutet, für mich ist ein Handicap auf Leipzig mit einer minus 1 nicht wirklich interessant. Wer hingegen sagt, ja, Petersburg, die können schon was, könnte wiederum mit einem plus 1 oder gar plus 1,25 mit einer 1,7 oder 1,98er Quote, 1,97er Quote auftrumpfen. Mir persönlich gefällt tatsächlich both teams to score und over 2,5 am besten. Wer sagt auf deutsche Teams, Tradition hin oder her, gehe ich gerne, der findet mit der 1,6 auch eine spannende Quote. Ajax Amsterdam gegen den FC Chelsea. Auch die spielen bereits am Mittwoch um 18.55 Uhr. Die Quoten auf beide Teams über 2. Chelsea hier definitiv der Außenseiter, hat aber gerade einen ganz guten Lauf, gegen Lille gewonnen in der Champions League. Auch in der Liga läuft es gegen Newcastle und Southampton. Lässt sich soweit sehen, aber auch Ajax mit einem überzeugenden 3-0 Sieg gegen Valencia, und zwar in Valencia. Also, und in der Liga, okay, 2-1 gegen Waalwijk gewonnen, davor gegen Heerenveen und Den Haag Niederlage und Sieg. Aber das ist jetzt für die Champions League nicht ganz so wichtig. 6 Tore, 0 Gegentore, 6 Punkte, Tabellenplatz 1, Chelsea mit 3 Punkten auf der 2. Geht man mal davon aus, dass Valencia gegen Lille gewinnt, könnte Chelsea auch so ein bisschen unter Zugzwang sein. Und hier interessiert mich vor allem jetzt die Quote bei den Handicaps. Und zwar würde ich, ja, ich habe jetzt gehofft, dadurch, dass Chelsea doch eine 3-3er-Quote hat, dass wenn man auf ein Plus 1 auf Chelsea noch so eine 1-5 oder so bekommen würde. Da war aber eher der Wunschvater des Gedankens, also das wird nichts. Plus 0,5, was ja nichts anderes ist wie Double Chance X oder Sieg Chelsea, der kriegt eine 1-Zimmer-Quote. Naja, finde ich jetzt nicht uninteressant. Für mich geht die Tendenz bei dem Spiel am ersten zu unentschieden tatsächlich. Der nächste deutsche Vertreter spielt dann um 21 Uhr, und zwar bei Inter Mailand, Borussia Dortmund.
Außenseiter gegen die Mailänder in der Tabelle. Hier eine wirklich starke Gruppe: Dortmund, Barcelona, Inter Mailand, Slavia Prag. Inter gut gespielt gegen Barcelona. Am Ende allerdings verloren mit 2:1, haben aber 1:0 geführt und das relativ lange in der Liga. Danach gegen Juve verloren, kann man mal machen. Und ein 4:3-Sieg gegen Sassuolo. Ich glaube, das Spiel kann man jetzt vernachlässigen. Dortmund in der Champions League 2:0 gegen Prag. Davor die drei berühmten 2:2 Unentschieden und jetzt gegen Gladbach im Spitzenspiel ein 1:0 über die Zeit gerettet. Kurzer Schluss hätte es auch wieder hier zu einem fast Unentschieden geführt, aber diesmal waren Marco Reus und Co. standhaft. Finde das Spiel aus Dortmunder Fans sehr interessant, denn wann bekommt man schon mal eine Dreierquote und Inter ist definitiv auf Augenhöhe, wenn wir mal die Handicaps anschauen. Ja, eine 0,5 auf Dortmund fände ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Heißt also X oder 2, gibt dann noch eine 1,6er Quote. Gefällt mir eigentlich, weil ich Inter jetzt nicht so stark sehe, dass Dortmund da nichts reißen kann. Also das ist in dem Fall meine Lieblingswette. X2 oder eben plus 0,5 auf den BVB. Weiter geht es mit dem Spiel in der gleichen Gruppe: Prag gegen Barcelona. Prag, der ganz klare Außenseiter in dieser Gruppe. Deshalb schauen wir uns einmal ganz kurz die letzten Spiele dieser Teams an. Und zwar hat sich Barcelona wieder etwas gefangen. 3:0 in Eibar gegen Sevilla, 4:0 gegen Inter nach Niederlage. Und davor gab es auch Siege gegen Villarreal und Getafe, 5 in Folge. Also Prag eigentlich nur mit dem Schönheitsfehler gegen Dortmund und in der Liga läuft es auch gut. Dementsprechend schauen wir uns noch ein paar Quoten an. Das Over-Under, 2,5 Tore, über 1, eine 1,5er Quote gibt es, etwas mehr, nicht uninteressant. Und die Asian Handicaps, wenn man sagt, Barcelona gewinnt auf jeden Fall mit mindestens einem Tor Vorsprung, beziehungsweise dann wird es den Einsatz zurückgeben. Eine 1,7 würde ich jetzt sogar einfach einloggen. Also das finde ich interessant. Wer sagt, dass Barca gewinnt und eine 1,4er Quote ist zu schwach, bekommt bei einem knappen Sieg auf jeden Fall schon mal das Geld zurück und bei einem Sieg mit zwei oder Toren oder mehr eben die 1,7. Die nehmen wir doch. Benfica gegen Lyon, wenn ich dieses Spiel sehe, dann denke ich doch in erster Linie an Tore. Lyon vorne in der Tabelle, Benfica beide Spiele bisher verloren, hatten wir uns gerade schon angeschaut. Von daher auch die Quotenverteilung relativ spannend. Benfica muss zeigen, dass sie jetzt auch hier punkten können. Gegen Zenit verloren, gegen Leipzig verloren. Jetzt kommt Lyon. Von daher schauen wir uns einmal hier auch wieder. Ja, habe ich mir schon jetzt gerade gedacht. Also Asian Handicap 0 auf Lyon. Warum nicht? Warum nicht? Also unentschieden kann ich mir hier tatsächlich mehr vorstellen als ein Sieg von Benfica. Man kann sich irren, aber die Quote ist auf jeden Fall sehr gut. Red Bull Leipzig. Mann, 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 Mann. Was war das für ein geniales Spiel gegen Liverpool? Jetzt davor, klar, dass sie Genk schlagen würden, ist jetzt nicht unerwartet. Jetzt geht es gegen den Tabellenersten, gegen Neapel. Beide Teams in den letzten Spielen hier. Liverpool, wie gesagt, gab es die erwartbare Niederlage. Austria Wien, Rapid Wien geschlagen, Altach und gegen Sturm Graz ein 1:1. Bei Neapel läuft es gegen Verona 2:0, gegen Turin, AC Turin 0:0.
gegen Genk das enttäuschende 0:0 nach dem Sieg gegen Liverpool. Also könnte man hier vielleicht sogar gegen den Markt setzen, wenn man Over-Under sich anschaut. Over 2,5 Tore in 1,4. Finde tatsächlich sowas wie Under 3 oder Under 3,25, Under 3,5 interessanter als ein Over zu setzen. Both teams to score. 1-4, okay, das ist nichts. Und jetzt schauen wir uns noch einmal hier die Handicaps an. Von der Leistung her favorisiere ich tatsächlich Salzburg, aber wer tippt denn schon auf die? Das wäre irgendwie fahrlässig. Asian Handicap 0, eine 2 plus 0,5 finde ich hier wieder interessant, eine 1,6. Das ist, glaube ich, hier so mein Favorit. Entweder unter 3,5 oder Asian Handicap 0,5 auf unsere österreichischen Freunde von Red Bull Salzburg. Die weiteren Spiele hier, Lille gegen Valencia. Ein ganz kurzer Blick auf die Tabellensituation. Hat man gerade schon bei Ajax gegen Chelsea, jetzt also hier der Kampf um die weiteren Plätze. Lille auf jeden Fall der Außenseiter. Habe ich jetzt auch keine großartigen Ideen zu den beiden Teams. Allerdings auch schauen wir hier wieder das Asian Handicap 0 auf Valencia. Finde ich super interessant. Wer glaubt, dass Valencia nicht verliert, kann sich hier quasi mit Asian Handicap 0 auch wieder nochmal zur Erklärung darauf setzen, dass man sein Geld bekommt, zurückbekommt, wenn es einen Unentschieden gibt oder wenn Valencia dann eben gewinnt, gewinnt man die Wette und dafür ist eine 1,9er-Quote sehr, sehr attraktiv. Im letzten Spiel muss unser amtierender Champions League-Sieger und Premier League-Führender Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool in Genk dran. Kann hier auch wieder unter die Top 2 kommen, den Sieg vorausgesetzt. Und jetzt haben sie das erste Mal gegen Man City Punkte abgegeben in der Liga, trotzdem immer noch einen komfortablen Vorsprung, haben es ja nicht geschafft, den Ligarekord von Man City einzustellen, leider. Aber ich glaube, dass jetzt das 1-1 bei Man United verkraftbar ist. Und jetzt geht es vor allem darum, hier wieder in der Champions League für Furore zu sorgen und sich nicht unnötig für die Rückspiele unter Druck zu setzen. Und dementsprechend schauen wir einmal over anderen. Die Buchmacher gehen auch hier von einem torreichen Spiel aus. Ich glaube auch, dass Liverpool auf jeden Fall 2 bis 3 Tore macht. Und von daher würde ich gerne wissen, was wir denn haben, wenn wir sagen, Liverpool gewinnt mit 1 bis 2 Toren Vorsprung. Also 1,5, Liverpool minus 1,5 Tore. 1,8 würde bedeuten, wir brauchen ein 2-0, 3-1. Kann man mal machen. Die 1er-Quote, also das Asian Handicap 1, wäre mir in dem Fall zu wenig. 1,25 mit kleiner Absicherung könnte schon wieder passen, aber dann gewinnst du halt auch nur die Hälfte. Also, Genk, finde ich, wurde von Leipzig abgeschossen, hat gegen Neapel ja doch überraschendes Unentschieden geholt und dann wird es jetzt wieder Zeit, dass sie wieder büßen müssen und hier mit mindestens 2 Toren Rückstand verlieren und Liverpool hat das alle Male im Kreuz und Kloppo wird auch die richtigen Worte finden. Ja, liebe Leute, ich habe es jetzt versucht, ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe immer gedacht, ein paar unserer Videos werden so lang, weil Radek so viel redet. Jetzt waren es gestern 20 Minuten, hier unter 15. Viel wichtiger aber, ich hoffe, es war der ein oder andere gute Tipp für euch dabei und ich freue mich auf Kommentare zu den Spielen. Was sind eure Tipps? Wo sind die besten Quoten versteckt? Und dann hoffen wir auch auf einen explosiven und erfolgreichen Champions League Mittwoch. Danke für eure Aufmerksamkeit.